Also angekommen sind wir in Sao Paulo und sind dann gleich nach Rio de Janeiro gefahren, über Aparecida, das ist so der größte Wallfahrtsort in Brasilien. Und in Rio de Janeiro habe ich dann eh das Video gedreht, mehr oder weniger vom Corcovado runter, das ist der Berg, auf dem die Christusstatue steht. Und das war auch einer der beeindruckendsten Momente für mich auf der Reise. Es war zwar ganz am Anfang, aber es war sehr einprägend und schön. Dort oben stehen, es war zwar das Wetter sehr zu wünschen übrig gelassen, also es war neblig, es hat genieselt, es war kalt, also nicht so typisches Rio-Wetter. Natürlich, ich meine, im Winter, dort war ja Winter, während wir dort waren, ist das eh zu erwarten gewesen, aber es war halt, wir haben es uns anders vorgestellt, weil wir fast keine Fotos machen können, man sieht es am Video, so den Nebel und so, das war halt leider, aber ich habe versucht, das halt so gut als möglich irgendwie drauf zu bringen, so die Stimmung und das Panorama von dort oben. Was hat dich sonst noch sehr beeindruckt in Brasilien? Ja, also ich würde mal sagen, wir sind zuerst in den Süden runtergefahren, zu den Wasserfällen, die man natürlich auch nicht vergessen darf, die auch wunderschön waren. Aber was mich mehr beeindruckt oder was hängen geblieben ist, war dann im Norden oben in Recife, das ist eine Stadt, das war unser nördlichster Punkt von unserer Reise. Dort haben wir die Favelas besucht, das sind so Armenviertel in den brasilianischen Städten, also so Viertel, wo halt die Menschen wohnen, die aus der untersten Schicht, aus der ärmsten Schicht kommen. Und das ist nicht ein schöner Moment für mich gewesen, aber ein einprägender Moment, weil halt die Armut dort so stark ist und weil man wirklich mitbekommt, dass es halt dort soziale die Schere zwischen Arm und Reich, die klafft halt sehr weit dort und das merkt man halt dort stark. Und mit den vielen Kindern, wie dann die da mit uns gespielt haben, die wollten uns gar nicht gehen lassen und dann sind sie rein in den Bus, nicht? Also die wollten unbedingt in unseren Bus rein, nicht? War klimatisiert und so, und es war für die so ein Erlebnis, nicht? Dass sie da mal drinnen sein dürfen. Und der Busfahrer hat sie nicht reinlassen und wir sind dann eingestiegen und waren für die so wie die, ja, Europäer, die von irgendwo herkommen. Also das war schon irgendwie beeindruckend und ist halt auch hängen geblieben bei mir. Wie kann man sich die Armut dort vorstellen? Was sieht man da in diesen armen Vierteln? Ja, kleine Häuser, also alles sehr auf sehr engem Raum halt. Sie wohnen also viele Kinder auch. Das ist das, was halt so, was einem auffällt sofort. Sehr viele Kinder und halt wenige Erwachsene, also sehr große, also sehr junge Bevölkerung und viel Müll. Müllgestank halt natürlich. Natürlich dazwischen wieder, also Schulen gibt es schon. Zu wenig oder auch sehr schlechte Strukturen und so, aber dann auch wieder Fußballplätze und so auf dem Feld, das schon, die Kinder wirken schon irgendwo vielleicht in einer gewissen Weise schon glücklich, weil sie ja nichts anderes auch oft kennen, aber natürlich für uns ist das schrecklich, nicht? Die Häuser sind, wie gesagt, klein, sehr, sehr primitiv gebaut und so, nicht? Das sind die Schweine sind im Müll und so, oder die Hühner picken herum und so. Es ist halt schon, schaut sehr traurig auf der Außen, trostlos.